Okay, herzlich willkommen. Ich bin Dominik Rau, ich bin von ThingOS. Heute geht es eben um Reactive Programming mit RxJS. Kurze Frage, wer von euch hat schon mal mit Node irgendwas gemacht? Gar nicht, mit JavaScript? Ja, okay, ein bisschen mehr. Okay. Ich habe hier so ein Zitat mitgebracht. Jeder kann Code schreiben, das ein Computer versteht. Aber gute Programmierer schreiben Code, die Menschen verstehen. Fand ich ein gutes Zitat. Also, ich bin Dominik Rau. Ich arbeite gerade für ThingOS in der Cloud- und Mobile Department quasi. Ich habe 5 Jahre Erfahrung mit dem Ganzen. Und wer mich findet, sucht, der findet mich bei GitHub oder bei Twitter auch. Genau. Um was geht es heute genau? Ich mache eine Einführung in RxJS. Zuerst fangen wir an mit Callbacks, einfach nur nochmal, um alle abzuholen, was das genau ist. Dann Promises, wie das Ganze abgelöst wird und quasi RxJS nochmal die Weiterentwicklung. Kommen wir zum Intro zu den Callbacks. Normalerweise ist es eben so, bei Node, wenn man asynchron programmieren möchte und eine Funktion hat, die man hier irgendwie aufrufen will. Ich habe hier ein Beispiel, eine Beispielfunktion, mit der kann man quasi, also die sagt auch schon, was sie macht, die liest ein Logfile und schickt es an den Server. Ich kann das nachher hier irgendwie so aufrufen. Ich rufe die Funktion auf und übergebe hier noch eine Funktion, die dann aufgerufen wird, sobald das Ganze hier passiert ist. Also passiert irgendwas Asynchrones, die Datei wird gelesen, das wird an den Server geschickt und sobald es fertig ist, wird diese Funktion hier aufgerufen. Gehen wir mal ein bisschen Schritt für Schritt durch. Also diese Funktion, der übergebe ich hier so ein Callback mit. Ich lese dann diese Datei irgendwo her, bekomme dann hier irgendwie den Content in dieser Callback-Funktion. Das Ganze schicke ich dann an den Server und bekomme dann hier in dieser Callback-Funktion die Antwort vom Server und ich rufe meine Callback-Funktion auf mit 0, das ist eine Konvention, oder mit einem Fehler, falls ein Fehler passiert ist, aber sonst ist hier quasi an erster Stelle der Fehler, an der zweiten Stelle die Antwort vom Server. Genau, das Ganze sieht mit Lambda ein bisschen schöner aus, mit Lambda-Funktion. Da kann man die Function-Keyword kann man da weglassen und alles in Rot kann man auch, das ist alles optional. Sprich, man hat hier also Lambda-Funktionen, für die, die es nicht kennen, ist das gleiche wie hier oben, nur man kann alles ein bisschen kürzer schreiben. Wenn man nachher nochmal unsere Funktion hier anschaut, übergibt man dann hier eben keine irgendwie mit Funktion, sondern kann das Ganze in Lambda machen. Es wird ein bisschen leserlicher, wie man sieht, aber ist immer noch ziemlich verschachtelt. Warum ist das jetzt nicht so gut? Es gibt einen Begriff dafür, das heißt Callback Hell. Es passiert halt oft, dass man Funktionen hat, die irgendwie nacheinander aufgerufen werden müssen, asynchrone. Und wie man das bei den drei Befehlen schon gesehen hat, wurde es da verschachtelt. Wenn man da viele hat, dann kann man es fast nicht mehr lesen und die Datei wird halt auch immer breiter. Genau, die Fehlerbehandlung ist nicht ganz trivial, weil man irgendwo innerhalb dieses Callback-Stacks einen Fehler geworfen hat und muss den halt irgendwie durchpropagieren. Und ist nicht ganz so einfach und ist nicht lesbar. Kommen wir zu Promises. Was Promises ist, verspricht, ist, wir haben irgendwelche Funktionen, die auch was Asynchrones machen, aber die geben sofort zurück ein Promise. Das heißt, diese Funktionen returnen quasi sofort. Und was man dann eben machen kann mit diesem Promise, das man da zurückbekommt von dieser Methode, ist, man kann darauf sogenannte Then-Handler aufrufen. Und hier drin steht dann quasi unsere Success-Function, die aufgerufen wird, falls das Promise durchgeht. Und ein Error, optional ein Error-Function, die eben aufgerufen wird, wenn innerhalb dieses Promises irgendwas schief geht. Man kann dann eben diese Kurzform schreiben. Also entweder man hat hier irgendwie 0 hinten dran. Falls man quasi vorne 0 haben möchte und nur den Error-Callback haben möchte, kann man das Ganze mit Catch machen. Also es gibt also da eine Helfermethode. Sieht dann quasi irgendwie so aus. Ja, genau. Und
Unsere Success-Function ist jetzt hier zum Beispiel, soll das hier irgendwas loggen. Das heißt, wir lesen die Datei und loggen die dann anschließend. Wie erzeugt man ein neues Promise? Ein neues Promise kann man quasi auch mit so Callback-Methoden erzeugen. Das heißt, man hat hier irgendwie ein New Promise und in diesem Promise übergibt man quasi eine Lambda-Methode, die sowohl ein Resolve und ein Reject-Funktion bekommen. Und innen drin muss man dann eben irgendwo dieses Resolve aufrufen, falls das Promise erfüllt ist, oder Reject, falls ein Fehler geworfen wird. Das heißt, wir lesen hier die Datei wieder, haben dann quasi so eine Lambda-Funktion mit unserem Ergebnis und rufen dann eben Resolve mit unserem Ergebnis auf. Genau, wie sieht das Ganze dann aus, wenn wir unser Log und Send wieder schreiben? Das heißt, wir haben hier irgendwie so eine Log and Send-Funktion. Wir rufen die dann nachher so auf, schreiben dann then und loggen das einfach, unser Ergebnis vom Server. Und falls irgendwas schief geht, dann können wir den Fehler irgendwie anders handeln. Genau, und da haben wir eben, wir lesen diese Datei, das gibt ein Promise zurück. Danach haben wir hier so einen internen Success-Function, die wiederum ein Promise zurückliefert. Und auf diesen Promises, die zurückgeliefert wurden, können wir dann quasi wieder then aufrufen. Das heißt, es flutscht dann hier durch. Und ganz am Ende, dieser Fehler, der hier gefangen wird, der ist dann quasi für alle Fehler, die hier irgendwo in diesem Baum passieren, können wir dort dann direkt abfangen. Genau, und das Ergebnis wird dann quasi, also hier in dem Fall haben wir das immer noch mit diesem Callback hier gemacht, können wir dann das Ergebnis auch in dem Callback aufrufen, beziehungsweise bei einem Fehler den Callback mit dem Fehler aufrufen. Genau, ein Problem ist eben, dass diese Promises direkt ausgeführt werden. Das heißt, wenn wir hier jetzt irgendwie so ein Promise erzeugen, hier so ein Alert reinbauen, und hier unser Promise hier aufrufen, dann wird das Alert trotzdem sofort gefeuert. Also dieses Promise hier, obwohl das asynchron macht, das Einzige, was hier asynchron aufgerufen wird, ist quasi dieses Resolve. Der Rest, was hier passiert ist, passiert sofort, wenn ich das Promise erzeuge. Und genau das ist halt eben das Problem, was dann eben auftritt. Das Gute ist eben, dass man diese Then und Catch-Handler chainen kann, wie wir vorher gesehen haben. Es gibt richtig gute Libraries, die einem noch mehr Hilfe anbieten. Das Problem ist eben, sie werden sofort ausgeführt und die Ergebnisse werden gecached. Das ist manchmal ein Problem, wenn man es nicht weiß. Das heißt, wenn man ein Promise hat und darauf zweimal Then aufruft, wird es zweimal mit diesem gleichen Ergebnis dann eben zurück. Also intern wird das Ergebnis quasi gecached. Und bei Bluebird geht es, aber bei der normalen JavaScript Promise API gibt es eben keine Möglichkeit, die abzubrechen. Und ein weiteres Problem ist eben, dass es da quasi neues Hell gibt, und zwar, dass Promises, die nacheinander, also die eigentlich parallel ablaufen könnten, wenn man die in Then-Abfolgen macht, dann wartet man quasi unnötig. Und es gibt halt eben eine Möglichkeit, dass man alle zusammenfasst, und das sollte man dann auch eben benutzen. Wenn man es nicht macht, gibt es quasi ein Then-Hell oder wie man das nennen mag. Genau, kommen wir zur AXJS. Das ist mehr als 9 Jahre alt. Es wurde entwickelt von diesem Typ, der hier steht. Es war ein Typ bei Microsoft, und die Idee dahinter war halt irgendwie diese C-Sharp-Link Funktion oder irgendwie in JavaScript zu bekommen. Was ist denn AXJS genau? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit Lodash was gemacht hat, wenn ihr mit JavaScript gearbeitet habt. Das ist einfach eine Helfer-Library für Arrays. So, damit könnt ihr quasi Funktionen, die es auf Arrays das halt inzwischen auch schon gibt, die gab es da früher, also sowas wie Map, Filter, Reduce und so weiter. Und AXJS hat genau die gleichen, nur auf Streams. Und was man dafür eben braucht, ist eine Sprache,
Diese Methoden eignen sich dann eben dafür, um funktionales Programming zu machen. Was ist das genau? Also es ist halt irgendwie, ist die formale Definition, ist, dass man mathematische Funktionen irgendwie evaluieren kann, ohne dass ein State oder ohne dass irgendwie Daten mutiert werden. Und dafür braucht man dann eben diese First-Class-Functions. Anders ausgedrückt, wir brauchen Funktionen, die andere Funktionen als Argument nehmen können und zurückgeben, also neue Funktionen zurückgeben können. Machen wir mal ein Beispiel. Hier wollen wir irgendwie über dieses Array hier drüber iterieren und auf jedes einfach eins addieren. So imperativ kann man das dann irgendwie so machen: Man hat eine Vorschleife und pusht dann quasi für jedes Element, das hier reinkommt, pusht man das Ganze mit plus 1. Wenn wir das jetzt irgendwie funktional machen wollen, können wir das dann eben so machen, dass wir eine Funktion haben. Map add one Function heißt die. Und die generieren wir hier, indem wir sagen, wir haben eine Map-Funktion, die einen Input-Parameter nimmt und ein i plus 1 zurückliefert. Und genau diese Funktion hier oben können wir dann so oft aufrufen, wie wir wollen. Das heißt, man kann diese Funktion erstmal bauen und dann später einfach aufrufen mit allen möglichen. Und wenn man es ein bisschen einfacher, wenn man es ein bisschen komprimierter schreibt, kann man das Ganze irgendwie so machen. Hier wird diese Funktion generiert und hier wird sie dann eben aufgerufen. Naja, bin ich ein bisschen durchgesprungen. Wenn man es ein bisschen komplizierter machen möchte noch, wir haben halt irgendwie, wollen wir jetzt nicht nur plus 1 machen, sondern wollen das Ganze auch noch filtern, sprich alle, die größer sind als, oh, größer sind als 2, das ist natürlich falsch. Was wir eben machen können, ist hier, hier ist das Ergebnis richtig. Also am Ende sollen natürlich irgendwie 3 da stehen. Was wir eben auch machen können mit funktionaler Weise, ist eben diese 2 Funktionen irgendwie zu bauen. Die erste hatten wir ja schon, die mappt das Ganze. Dann haben wir noch eine zweite Funktion, die filtert alles, was irgendwie größer ist als 2, lässt sie durch. Und wenn man die dann kombinieren möchte, gibt es dann hier so einen Pipe-Operator, der nimmt quasi verschiedene Funktionen und führt dann eine nacheinander aus. Sorry. Und hier unten haben wir dann quasi diese Funktion gebaut, können die dann auch wieder aufrufen. Wenn man das Ganze ein bisschen, ups, eins zurück. Wenn man das Ganze halt eben komprimierter hat, irgendwie, kann man hier mit Pipe diese nacheinander einfach aufschreiben und die werden dann so nacheinander durchgeführt. Kommen wir jetzt zu RxJS. Also RxJS liefert uns Observables und diese Observables, was ist das genau? Das ist eigentlich nichts anderes als ein Super-Promise. Sieht ziemlich ähnlich aus. Wir haben hier so ein Promise.then und bei Observables haben wir eben Subscribe. Und in diesem Subscribe gibt es dann eben eigentlich die gleichen Funktionen. Nur das Observables, also Promises, die können nur einmal einen Wert resolven. Und bei Observables ist es eben so, dass sie viele Werte resolven können. Das heißt, diese Success Function wird so jedes Mal aufgerufen, wenn das Observable einen neuen Wert bringt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Datei lesen, würde hier das hier einmal passieren und hier genau gleich auch einmal. Bei einem Klick ist es eben so, also wenn wir jetzt ein Observable haben, das irgendwie Klicks hat, dann wird jeder Klick, den wir da observen, kommt hier dann halt irgendwie rein. Genau, und dann kann man das Gleiche, also wenn man Promises benutzt, kann man eigentlich genauso Observables benutzen. Anstatt hier Then muss man halt hier Subscribe machen, aber sonst ist der Rest gleich. Wie baut man einen Observer? Ein Observable baut man ähnlich zu einem Promise, hat man hier eben auch so ein New Observable. Und anstatt hier jetzt irgendwie 2 Funktionen zu haben, bekommt man hier ein Objekt rein. Und dieses Objekt heißt halt irgendwie Observer. Und sobald hier in diesem inneren Teil dieser Resolve aufgerufen werden müsste bei Promises, muss man hier anstatt dessen, also die Datei wird aufgerufen, man bekommt die Daten rein, muss man hier Observer Next aufrufen. Da das jetzt irgendwie nur eine Operation ist, kann man dann eben danach den Observer schließen. Ansonsten, falls man hier mehrere Sachen ausliest,
könnte man jedes Mal dann eben Next aufrufen. Und konsumieren tut man das eben so, dass man subscribed und man bekommt die Daten und kann die irgendwie ausloggen. Es gibt so ganz viele Möglichkeiten, eben diese Observables zu kreieren. Es gibt ziemlich viele Helferfunktionen, zum Beispiel ein Timer, der würde dann quasi nach einer Sekunde irgendwie so ein Ding feuern. Es gibt auch Intervall. Es gibt From, der macht aus einem Array, macht er dann quasi einzelne Events. Das spricht, da kommt, genau, man kann Konstanten oder auch von Promises kann man die überführen in Observables. Dann gibt es noch Helferfunktionen, die einem mehrere Observables zusammenschmeißen oder nacheinander aus irgendwie kombinieren. Oder eben von einem Event, vom DOM zum Beispiel, kann man die auch in Observables umwandeln. Sieht man dann hier, also das ist ein Click-Event. Genau, diese Subscriptions, das heißt, wenn man hier subscribed, bekommt man eine Subscription zurück. Und diese Subscription, da kann man unsubscribe drauf aufrufen. Das ist quasi ein Abbruchmechanismus. Das heißt, solange irgendwie man sich hier subscribed hat, Lambda-Funktion in subscribe wird hier aufgerufen. Und sobald man eben unsubscribe aufruft, wird das Ganze abgebaut. Und man hat auch beim Kreieren der Observables hat man eben die Möglichkeit, solche diesen Aufräummechanismus dann eben zu implementieren. Genau. Bei einem WebSocket zum Beispiel ist es genauso ein Beispiel, dass man eben viele Events hat. Das heißt, wir bauen hier irgendwie ein neues Observable, haben dann ein Socket und jedes Mal, wenn der Socket irgendwie kommt, rufen wir eben diese HandleData-Function auf und die macht dann Observer.next. Und falls wir eben hier irgendwie uns, bei diesem Aufbau kann man dann eben eine Funktion zurückgeben und die wird dann genau aufgerufen, falls man hier unsubscribe macht. Das heißt, wenn ich mich dann hier unsubscribe, kann man den Socket schließen. Bei Observables gibt es dann eben auch diesen Pipe-Operator, den wir vorher gesehen haben. Das heißt, hier in dem Fall kann man sagen, man hat hier einen Timer. Eigentlich müsste es Intervall heißen, weil Timer wirklich nur ein Event feuert. Und man hat dann eben diesen Pipe und man hat hier Operatoren, die man dann eben ausführen kann. Zum Beispiel Take 10 würde dann bedeuten, er nimmt nur die ersten 10, die es da gibt. Jetzt können wir das nochmal schauen von vorher. Das heißt, wir hatten hier irgendwie so ein Array von 1 bis 3 und wir wollen das Ganze irgendwie mappen und dann filtern. Und das würde hier ganz genauso funktionieren. Ein bisschen komplexeres Beispiel wäre hier so ein Input-Element. Wir holen uns erst das Input-Element von der DOM, dann bauen wir uns ein Observable aus dem Event. Das heißt, jedes Mal, wenn hier ein Key-Up-Event passiert, feuert dieses Observable. Dann können wir das quasi mappen auf den aktuellen Wert von diesem Input. Können dann quasi das Ganze debouncen, das heißt, die Events, die davor passieren, wenn ich schnell tippe, werden die, wenn ich innerhalb von einer Sekunde mehrere Sachen tippe, werden die ganzen rausgefiltert. Das heißt, erst wenn ich eine Sekunde lang nichts mehr tippe, kommt es hier durch und geht dann erst ins nächste Event. Das heißt, debounced ist ein Observable, was uns alle Events filtert, bis eben 100, bis eine Sekunde lang nichts mehr getippt wurde. Und das Ganze können wir dann eben mappen auf so ein Fetch und dann können wir zum Beispiel ein Auto-Completion können wir damit jetzt super einfach implementieren. Und sobald man sich dann hier eben subscribed, hier unten, wenn wir uns subscribed haben, wird das Ganze aufgebaut, davor passiert eben gar nichts. Das heißt, solange ich hier diese Subscribe nicht gemacht habe, wird hier oben überhaupt nichts ausgeführt. Wir bauen hier nur Funktionen und diese Funktion kann man dann im Nachhinein eben aufrufen, indem man Subscribe drückt.
Genau, so würde das dann irgendwie in Produktion aussehen. Man hat hier irgendwie from Event, hat das Input, man pipet es dann eben wie gehabt irgendwie mit auf den aktuellen Wert, debounce das Ganze, switch mappt es auf einen API-Call, probiert es noch dreimal, falls irgendwas nicht funktioniert und subscribe dann. Und hier unten müsste man dann eigentlich noch Error Handling machen, aber das ist in dem Fall einfach ignoriert worden. Genau, also RxJS ist eigentlich nur eine Methode, um irgendwie Funktionen zu bauen. Wer damit anfangen möchte, kann das gerne machen. Es ist einfach erstmal Promises einfach auszutauschen, wer Promises verwendet. Man kann eben dann schrittweise anfangen, diese Funktionen zusammenzubauen, eben mit diesem Pipe-Operator. Ganz viel Material gibt es eben schon im Internet. Wenn man Rx Marbles eingibt, wird das Ganze visualisiert mit Kugeln und da versteht man es dann auch ein bisschen besser. Es gibt ganz viele YouTube-Videos und ist eigentlich auch in jeder Sprache verfügbar. Das heißt, ich habe es jetzt auch schon in Java und in Objective-C haben wir das benutzt. Und genau, das war es eigentlich dann auch schon von mir. Dankeschön.